Servus, Salve und Hallo. Wir haben Freitag, den 6. September. In 3 Monaten ist Nikolaus. Und es ist 19 Uhr, wenn ich diesen Film mache. Sorry, ich habe es vorher nicht geschafft. So, der Freund holt mal ein bisschen Luft. Und wenn man nur mal den Chart betrachtet, alles außen vor lässt, ist das alles noch völlig in Ordnung. Wir haben hier eine fette Bewegung von fast 2000 Punkten gehabt. Und er geht noch nicht mal ganz. Wir handeln im Moment bei 18.284 zum 38er Retracements. Also grundsätzlich alles noch in Ordnung. Sehr verschuldend fand ich allein schon die Bewegung bis zur 20-Tage-Linie, 18.469. Und dann kriegt er halt noch einen auf die Nase. Anscheinend, so muss ich das behaupten, waren die Arbeitsmarktdaten nicht so toll. Auffallend ist, mal schauen, ob ich das hier hochkriege, das ist das EUWAG-Sentiment. Ihr kennt es entweder als Tacho, und da sind wir immer noch sehr im positiven Bereich, soll heißen, da werden jetzt hier Spekulationen auf eine Korrektur nach oben wird gespielt. Aber im Chart sieht man auch, wie das hier seit 15 Uhr, wie sich das hier verändert hat. Ist nach wie vor immer wieder eine schöne Hilfe, eine schöne optische Hilfe. Immer mal wieder drauf gucken. Gut, die 20-Tage-Linie haben wir also jetzt wieder unterboten, liegen in der Nähe des 38ers. Wenn dieses Momentum, und ich habe hier nur negative Zeichen, traditionell, modern, stochastik, das ist alles negativ, muss ich auch davon ausgehen, dass irgendwann die 18.000 zieht. Das wäre dann das 50er Retracement. Also ich habe jetzt hier noch keinen Stabilisierungsansatz. Interessant war, das habe ich ja Mittwoch gesagt, ich zeige es jetzt nochmal über die 4 Stunden, diese Geschichte hier. Auf den hat ich hingewiesen. Das war so der Bereich 18.656. Da hat das gestern, das ist jetzt der 4-Stunden-Chart, da hat das gestern mal drüber versucht, aber sofort wieder abgesungen. Das heißt, selbst wenn man sich da reinlümmeln lässt, muss man den sofort wieder drunter schließen. Und von hier geht er dann dementsprechend runter. Der hat das 7-mal, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6-mal auf 4-Stunden-Basis nicht geschafft. Das ist oder bleibt für die nächsten Tage meines Erachtens nach der wichtigste Widerstand. Dieser Bereich, 18.660. Das ist ja uns die 200er Linie, aber die brauchen es jetzt hier und die 20er brauchen es nicht zu interessieren. Auch hier beim 4-Stunden-Chart weiter negativ. Ich gehe wieder zurück auf den Tag. Hier ist der Tag. Also ich gehe schon davon aus, dass der Bereich um 18.000 halten würde. Das glaube ich schon. Der kommt auch hinten vom Chart her. Habe ich jetzt hier nicht drauf, aber das kann ich natürlich auch mal kurz machen. Der kommt von hier hinten her, der sollte schon mal halten. Nur wenn alle Stricke reißen, dann muss es das 61er richten, wo momentan das untere Band verläuft, die 200-Tage-Linie und eben das 61er Retracement. Ich habe ja gesagt, der Markt, ich rechne damit, dass er volatiler wird und ich glaube, das ist jetzt hier so das, worauf ich mich eingestellt habe. So wird es bleiben. Das werden schnelle, heftige Bewegungen, sowohl nach unten als auch nach oben. Wenn ich richtig informiert bin, fangen nächste Woche auch in Amerika diese TV-Duelle an. Auch da muss man aufpassen. Die können ganz, ganz schnell Bewegungen im Markt auslösen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier so sehe, der Nasdaq ist fast minus 3% und wir nur minus 1,7. Der Markt ist nach wie vor short. Die Leute freuen sich, dass sie ihr Zeug zurückkriegen. Und die helfen halt dann auch, um den Markt ein bisschen zu stabilisieren. Dennoch, ich muss davon ausgehen, dass wir die 18.000, sagen wir mal, beschnüffeln können. Die ganzen alten schwachen Werte bleiben weiterhin die schwachen Werte, wie zum Beispiel die Autos. Braucht man gar nichts machen. Interessant finde ich Deutsche Börse mit 206 momentan plus 1,5% entziehen sich völlig dem Markt. Ich habe weiterhin Short-Positionen. Und sehe jetzt auch immer noch keinen Grund, die nennenswert zuzumachen. Ich habe hier nirgendwo eine Stabilisierung. Und das wollte ich mal zeigen, weil manchmal, na komm her, ist ja so, dass mir zu hohe Hebel vorgeworfen werden. Das hier war der vom letzten Freitag mit dem 64er Hebel. Da hatte ich noch 3 Ausrufezeichen dahinter gemacht. Da hatte ich ja gesagt, das ist nur dann, wenn er wirklich schnell wieder nachgibt. Hochgeht und dann schnell wieder nachgibt. Das Ding war bei 3 und ist jetzt bei 9,5 irgend sowas. Das kann echt Spaß machen, so Zeug. Hängt vom Moment ab. Ansonsten habe ich hier gar nichts geändert. Dieser 17.785er, den habe ich auch noch drin gelassen. Der liegt hier in der Nähe des 61er Retracements. Ich kann mir vorstellen, dass wir das erstmal da runtergehen auf die
18.000 und dann nochmal wieder einen Schnaps nach oben machen. Widerstand ist der Bereich um die 20-Tage-Linie und das eben gezeigte, der eben gezeigte Widerstand um die 18.656. Aber sich beeilen mit dem Kauf, ich glaube es nicht. Ich rechne weiter mit steigender Volatilität. Das ist keine Eintagsfliege hier, das auch nicht. Das wird hier heftiger werden und das ist auch gut so. Je heftiger, desto mehr Bewegung, desto mehr macht Spaß. Es gibt nichts Langweiligeres als Seitwärtsmärkte. Und dann schauen wir uns die Geschichte mal an. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.